Was kommt nach Corona? Viele glauben ja, dass die Welt dann eine andere sein wird. Eine bessere Welt ohne Kapitalismus, ohne Umweltzerstörung, ohne Inga Lindström am Sonntagabend. Eine Welt zum Beispiel mit besseren, saubereren Autos. Und was sagt die Cheflobbyistin der deutschen Autoindustrie, Hildegard Müller, dazu? Das ist jetzt nicht die Zeit, über weitere Verschärfungen bei der CO2-Regulierung nachzudenken. Natürlich nicht. Das ist jetzt nicht die Zeit dafür. Worüber sollen wir denn jetzt nachdenken? Was meint denn Herbert Diess von Volkswagen? Was meint der? Wir müssen jetzt die Wirtschaft in Bewegung bringen und eine Absatzhilfe für Autos würde dabei sehr gut helfen. Das würde schon sehr helfen in dieser schwierigen Situation. Die wollen eine Abwrackprämie. So weit, so unoriginell. Ja, Kaufprämien haben die Autohersteller bisher in jeder Krise gefordert. Egal ob Finanzkrise, VfL Wolfsburg auf dem Abstiegsplatz, jedes Mal das alte Lied. Machen wir einfach so. Ich würde vorschlagen, der Bund kauft jetzt einfach jedem, der 18 wird, ein Auto. Und dafür hört die Autolobby für immer mit dem Gejammer auf. Und warum wird eigentlich immer nur ein Fortbewegungsmittel bevorzugt? Also, wenn es eine Kaufprämie für Autos gibt, dann bitte auch eine für Fahrräder, für Hüpfbälle und für Stelzen. Rein nach Zahlen arbeiten übrigens mehr. Es sind mehr Menschen, die im Gastgewerbe arbeiten, als in der Autoindustrie. Ja, also, man könnte auch sagen, statt einer Abwrackprämie gibt es eine Essensprämie, damit wieder mehr Leute in Restaurants gehen. Davon könnten langfristig auch die Fitnessstudios profitieren. Also mal nachdenken. Aber die Autoindustrie hat halt immer das gleiche Rezept, immer Abwrackprämie. Ist immer nur, die kennen nur das eine Wort. Wenn sie riesige Abwrackprämie. Das ist wie bei mir früher im Biounterricht, wenn ich nicht aufgepasst hatte und drangenommen wurde, dann habe ich immer endoplasmatisches Retikulum gesagt. Immer. In der Hoffnung, es könnte mal stimmen. Der Staat soll also jetzt den Kauf von neuen Karren finanzieren, weil die ihre Karren von alleine nicht loswerden. Der Autoverkauf hat auch vor Corona schon stagniert. Was ist denn deren Idee? Wie sollen wir denn den CO2-Ausstoß reduzieren? Was für die Umwelt machen? Was sind die Vorschläge der Autoindustrie? Wir können massiv den Umweltschutz beschleunigen, indem wir die Fahrzeuge verkaufen, die wir jetzt ins Programm bekommen im Jahr 2020. Natürlich, Umweltschutz durch Autos kaufen. Klar, und Leute, kleiner Tipp, kauf doch für die Umwelt statt eines silbernen VWs einfach mal einen grünen. Der Europäische Autolobbyverband hat auch schon bei der EU-Kommission gefordert, die Fristen für die CO2-Grenzen von Autoflotten zu verlängern. Da denkt wirklich überhaupt niemand nach vorne. Die hängen alle noch in der Vergangenheit. Experten fürchten, die Luftverschmutzung könnte nach Corona schlimmer werden als vor der Krise. Aber ist ja kein Problem. Die Bevölkerung trägt ja jetzt Masken. Im Moment arbeitet wirklich jede Lobby daran, Corona zu nutzen, um auf Klimaschutz zu verzichten. Die Plastikindustrie fordert, das Einwegplastik länger zuzulassen. Wirklich? Die Plastikindustrie bittet die EU-Kommission, die Frist für die Umsetzung der Einwegplastik-Richtlinie auf nationaler Ebene, um mindestens ein weiteres Jahr zu verschieben. Ja, warum? Warum muss man nach Corona weiter mehr Einwegplastik verwenden? Oder die Bauern? Die Bauern drohen mit Versorgungsengpässen. Eine Lobbyorganisation der deutschen Bauern fordert eine Verschiebung der Düngemittelverordnung. Wieso das denn? Ich meine, sicher haben die Bauern auch gelitten, aber haben die jetzt extrem gelitten? Unter Corona hatten die Kartoffeln Husten? Mussten die einen Mundschutz nähen für ihre Kühe? Mussten sie 2 Meter Abstand halten vom Schaf? Was am Ende zur Scheidung geführt hat? Was soll denn das, Leute? Das ist doch wirklich hanebüchen. Alle nutzen Corona, um das System weiterlaufen zu lassen, wie vorher, auch international. Polen und Tschechien wollen den Green Deal der EU nicht mehr. Die USA fördern staatlich massiv die Kohle- und Ölindustrie. Wenn das der Lerneffekt ist aus der Krise, dann kann man wirklich nur hoffen, dass überall ganz schnell die Schulen wieder aufmachen. Das Jahr 2020. Die Welt steht wirtschaftlich am Abgrund. Doch während Politiker noch im Krisenmodus sind, denkt ein Mann schon weiter. Die Welt wird nach Corona nicht mehr dieselbe sein. Sie wird viel geiler! Woohoo! Das ist Johannes Schlüter. Er ist Zukunftsbeauftragter im wirtschaftsnahen Konsumoptimierungszentrum COTS. Er arbeitet an einem Wirtschaftsplan für die Zeit nach Corona. Mein Konzept heißt Konsum nachholen, aber richtig. Ich habe sogar einen eigenen Podcast. Nicht kleckern, klotzen mit Dr. Protzen. Und da gebe ich den Leuten tolle Tipps für mehr Konsum. Zum Beispiel beim nächsten Oktoberfest auch mal das große Bier bestellen. Und bei Konzerten spielen in Zukunft immer 20 Bands gleichzeitig und ein Ticket kostet 6.000 Euro. Also wir vom Konsumoptimierungszentrum sehen in jeder Krise auch eine Chance.
Und mit Chance meinen Sie, dass langfristig der Auto- und Flugverkehr reduziert werden kann? Nein, mit Chance meine ich, dass die Wirtschaft da mal wieder ungestört Vollgas geben kann. Das ist aber nicht sonderlich nachhaltig. Doch, doch. Also jetzt ist Corona, aber danach halte ich das Gaspedal voll durchgedrückt. Zurzeit wird ja viel zu wenig Auto gefahren. Das muss natürlich nachgeholt werden. Deshalb der Plan, jeder fährt nach Feierabend noch 10-mal um den Block. Ich meine, früher musste ich mich noch schämen, wenn ich mit dem Cabrio zum Briefkasten gefahren bin. Aber heute rette ich damit Arbeitsplätze in der Auto- und Mineralölindustrie. Sie können sich also gerne auf den Balkon stellen und für mich klatschen, wenn Sie wollen. Aber das heißt, dass wir nach Corona genauso hemmungslos konsumieren dürfen wie vorher? Nein, dürfen Sie nicht. Müssen Sie! Deswegen wird in Zukunft jeder Berufspendler mit dem 20-Liter SUV im Flugzeug zur Arbeit fliegen und währenddessen hin und her fahren. Und damit sichert er nicht nur die Arbeitsplätze der Autobosse, sondern auch der Fluglinienbesitzer und der armen Ölscheichs. Das hier ist mein Lieblingsprojekt, das Mega-Kreuzfahrtschiff Mein Moloch. Die Mein Moloch bringt 10.000 Touristen gleichzeitig in die Karibik, sichert irre viele Jobs in der Schiffsdieselindustrie und produziert etwa so viel CO2 wie 2 Millionen PKWs. Was? Oh mein Gott. Aber so groß ist das Schiff irgendwie gar nicht. Ach so, nee, das hier ist nur das Beiboot. Johannes Schlüter. Ein Mann bringt die Wirtschaft wieder in Schwung.